So, da sind wir und weiter geht es mit dem Bausimulator 2015. Genau, jetzt haben wir das geholt hier, ne? Jetzt sollen wir nochmal mit dem quatschen, mit dem Happe. Ab Happe ansprechen. Warte. Hat ja super geklappt, jetzt müssen wir nur noch abladen. Verlege 4. Verlegen können wir die Dinger dann von Hand. Okay. Die ganze Palette ist aber ein bisschen zu schwer, um runterzuheben, oder? Mein armer Rücken. Keine Angst. Zum Abladen benutzen wir den Bagger. Vorne an der Schaufel ist ein Haken, mit dem wir die Palette abladen. Setz dich mal in den Bagger und beweg den Löffel über die Palette. Dann kannst du die Palette anhaken. Auf geht's. Versuch's mal. Na gut. Ich versuch's mal. Mit dem Bagger habe ich ja schon Erfahrung. Haha. Das ist der Happe, ne? Happe. So, der meinte, ich soll hier rein. Komm, dreh dich mal noch ein bisschen. So, ne? Dann wechselst du in den Modus. Aha. Aha, okay, so geht das, ne? Dann nehmen wir das runter. Hat er jetzt einen bestimmten Punkt oder kann ich mir das aussuchen? Ha! Super, komm mal her zu mir, dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. Okay, Happe. Lief doch prima, die Rohre sind abgeladen und die Jungs können jetzt hier weitermachen. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wäre es gut, wenn du in der Zwischenzeit denn Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Aha. Aber dafür brauche ich den grünen Absitzkipper, ne? Oder? Ja, das steht bei uns auf dem Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, rüber zu laufen, kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Verbinde dazu den Knopf mit deinem LKW über oben links und wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Das bringt dich direkt dahin. Okay, wird gemacht. Wenn du den Container abgeliefert hast, dann treffen wir uns auf dem Firmengelände. Also, dann mal los. Bis gleich. Okay, die Palette haben wir abgeliefert, ne? Was meint ihr hier mit den Fahrzeugen? Was kann das Fahrzeug leisten? So. Ach, das ist das Taxi, ne? Das führt mich direkt zum Firmengelände. Die Schnellreise. So, das brauchen wir jetzt bestimmt hier, ne? Genau. Da Baustelle ab und bringen zum Kieswerk. Okay, jetzt nochmal zu unserer Baustelle, ne? Genau. Vorsicht! Guck mal, haben wir den Container direkt da neben der Palette. Du bist denn alleine Container mit den Ausleger auf. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Die Palette, die hängt da. Die Palette hängt dazwischen. Kann die Palette mal da, genau so.
Das mal. Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Ja, die Physik ist echt gut, ne? So, dann haben wir das. Und jetzt sollen wir zum Kieswerk, ne? Ab geht es zum Kieswerk. Das war der Baumarkt, der Bauhandel. Ha? Ist das das da vorne? Du, 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 du. Hier links, meint er? Hier einmal links. Vorsicht. Das ist gar nicht hier, ne? Wo ist das denn? Ein kleiner Ausflug. In die Bausimulator-Welt. Ist das? Ja, der Weg ist noch gar nicht mal markiert, ne? Bin ich falsch abgebogen? Was habt ihr hier? Okay, da ist die Einfahrt. Mal gucken, was die hier haben. Ich hatte den Container. Doch, ich bin richtig ortendeck, ne? Das Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt, ne? Hier erhältst du sowohl Schuttgut als auch Frischbeton zum Füllen des Betonmischers. Darüber hinaus kannst du auch Erdaushub oder Bauschutt dort ablegen. Das Gelände des Kieswerks ist recht weitläufig. Die verschiedenen Bereiche zum Beladen sind als die Abladeplätze gelb markiert. Oder du fragst den Mitarbeiter vor Ort. Alles klar. Ich frage den Mitarbeiter vor Ort besser. Was ist das denn so laut heute? So, 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 so ist das besser. Ach, das ist ne, das ist für die anderen Teile. Ich glaube, wir müssten darüber, ne? Habe mich verfahren. Ist hier richtig? Schütten die jetzt da was rein? Oder bin ich da so falsch rum? Muss ich da so quer rein? Das ist zum Zurückbringen, ne? Hat er doch gesagt. Zeigen für den Mitarbeiter.
Das ist ja für diese Betonmischer, ne? Genau. Das ist jetzt nicht für uns. Muss ich, wenn ich da unten bin, vielleicht da aussteigen? Kann das sein. Da fahr da nochmal da rein. So geht das nicht. Oh, komplett einschlagen. Geht das so, ne? Nein. Wer denn da? No, die brauchen wir nicht. Alter, was das hier alles macht, ne? Hört er das hier rein? Tritt schon einmal dagegen. Da ist doch einer, ne? Warte, klar, ich muss da mit denen reden, ne? Genau, ich muss das hier. Gibt's was? Oder sind etwas verloren? Auch kann ich ihnen helfen? Ja, ich hoffe, ich kann auch noch ein weiteres Gelände hier. Okay, vielleicht können Sie mir sagen, wo ich was finde. Sicher. Hier direkt auf dem Platz können Sie volle Container in den gelben Markierungen abstellen. Wenn Sie frisch Beton brauchen, dann fahren Sie mit dem Betonmischer einfach unter dem Mischturm. Okay, das war das eine, ne? Das ist der mit den blauen Silos, wo oben Lipia drauf steht. Der Füllvorgang startet automatisch, wenn sie richtig stehen. Für Schüttgut gibt es im Gebäude nebenan einen Trichter, den sie ablegen können. Der Bereich ist gelb markiert. Wenn Sie Erde benötigen, dann fahren Sie unter einen der drei Silos neben den Trichter. Die Flächen sind weich markiert. Sobald sie richtig stehen, beginnt der Füllvorgang. Was habe ich doch gemacht? Man, sie stand da echt nicht richtig. Also nochmal zurück, bitte.
So ungefähr. Dann meint er, kannst du das hier ausfahren? Das nehmen wir wieder mit. So, jetzt ist das komplett eingefahren, ne? Alles eingefahren. Ich muss nicht ganz, ganz, ganz genau da drunter stehen. Tja. Jetzt bin ich doch richtig, oder nicht? Tja, also hier passiert gar nichts. Irgendwie, wieso geht das denn jetzt nicht? Was? Der meinte, es soll mich doch einfach hier runterstellen, ne? Wenn das nicht richtig ist, dann weiß ich auch nicht. Noch ein Stückchen nach damals, ne? Die Treppen hoch. Ja, da gibt es einfach nichts. Sollen wir den anderen versuchen? Oder hier den ersten? Haben wir ja noch gar nicht. Ach so, warte. So. Noch ein bisschen. Tja, der will aber nicht. So, dann macht er die Geschichte.
keine Ahnung, da will ich ja nicht. Das war doch hier. Aber das geht ja nur für den Betonmischer, ne? Also wir haben jetzt alles versucht, ne? Wir standen da drauf. Wir haben das abgemacht. Trotzdem will er das nicht machen. Hat mal voll da. Stritt nochmal dagegen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da kann man auch nicht hoch, ne? Ja. Okay, wir machen ja eine kleine Pause und guck mal, wie wir das jetzt hier machen. Alles klar. Sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.